Hearthstone ist so eine Art Yu-Gi-Oh! Für WoW, für Warcraft, nicht für WoW, für Warcraft. Also quasi Karten, Spiel, Trading Card Spiel mit Warcraft Figuren. Und finde ich richtig nice. Und das Spieldesign an sich ist auch richtig cool. Also ich würde mal sagen, wenn das richtig durchstartet und wenn das wirklich so ist, wie das, was ich jetzt gesehen habe, kann Yu-Gi-Oh! Erstmal ein bisschen einpacken, ne? Ist nice, sage ich mal. Ich habe jetzt auch nicht so viel davon gesehen. Ich habe mal mir ein Video angeguckt von einer Spielrunde. Jo. Hat mir verdammte Lust auf mehr gemacht. Wieso finde ich denn keine Kohle? Willst du mich verarschen? Bald nicht mal mehr Kohle für Fackeln wieder. Da ist Kohle. Oh ja, hier ist viel Kohle. Da hinten ist Holz. Holz bedeutet, dass da eine Mine ist. Ein Minenschacht. Ja, Hearthstone. Ne? Kann man sich bei Battle.net, also Battle.net, wenn man da einen Account hat, kann man sich für die Beta eintragen lassen. Ich hoffe mal, dass die mir bald meine E-Mail schreiben. Ich hatte mich damals auch bei der Beta für StarCraft 2 eingetragen, aber irgendwie da hat es nicht so hingehauen. Ich glaube aber, da war mein PC auch so schlecht. Man muss quasi, um sich in die Closed Beta von Blizzard immer einzutragen, muss man seine PC-Daten veröffentlichen. Die haben dafür so ein Programm. Das lädt man sich runter, lässt die Daten an Blizzard schicken, beziehungsweise an Battle.net. Und dann werden die wahrscheinlich danach auswerten, ob du für die Beta in Frage kommst oder nicht. Wenn du jetzt ankommst mit, du willst StarCraft 2 auf dem Laptop spielen oder so, dann sagen die, nee, lass mal, was will denn der testen? Da braucht der gar nicht anfangen zu testen, sagen die dann. So, da habe ich alles. Meine Hand ist irgendwie. Tut mein Handgelenk voll weh. Das habe ich mir ein bisschen heute auf der Arbeit wehgetan. Ja, dieses Video kommt jetzt, müsste jetzt am Donnerstag rauskommen. Das heißt, die erste Folge von dieser Session ist Donnerstag. Ich versuche mal wieder so zu machen, dass ich bis Montag. Ah, gut, ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich aufnehmen soll. Ich habe auf jeden Fall Zeit bis so gegen 14 Uhr, aber so lange will ich nicht aufnehmen. Es ist jetzt gerade 11:50 Uhr und bis 14 Uhr wäre ein bisschen zu lange. Da sind dann ein paar Wochen Videomaterial schon wieder und das will ich ja nicht. Wir wollen ja nicht zu viel im Voraus produzieren und aufnehmen. Alleine aufnehmen kann ich ja immer, eigentlich, wenn ich von der Arbeit komme. Geht halt nur darum, dass ich halt oft auch mit den anderen zusammen aufnehmen will, weil alleine ist ein bisschen langweilig. Dann kann ich auch gleich einen Singleplayer machen. Wo war denn jetzt der scheiß Ausgang von dieser Kackhöhle hier? Hä? Sag mal. Da oben, ne? Ja, hier. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt noch? 30, ist aber nicht so doll, ey. Das hätte mehr sein können. Warte mal, lass mich mal hier runtergehen. Ja, Eisen brauche ich jetzt nicht so unbedingt, ne? Ah, da ist ein Schleimi. Hi! Was hast du denn hier unten? Okay, ich habe das Gefühl, dass Slimes jetzt auch überall spawnen können. Ist das hier Silber? Ne, Aluminium. Aluminium. Dann brauche ich auch diesen Schmelzofen. Später. Oh, da ist Gold, Alter. Diesen Schmelzofen, damit ich Eisen schmelzen und gießen kann. Beziehungsweise nicht nur Eisen, sondern alle Materialien. Das ist schon nice. Müsste ich auch mal bald anfangen, damit ich meine Spitzhacke mal bald. Oh, sorry. Damit ich die Spitzhacke mal bald machen kann, meine erste. Oder zum Beispiel auch ein Schwert. Damit kann man nicht auch richtig geile Sachen machen. Also, das ist schon ganz cool. Ich finde aber, eins von den beiden hätten sie beim Modpack weglassen können. Eigentlich am besten Dartcraft, weil das ist ein bisschen sehr overpowered. Und ein bisschen zu easy dran zu kommen. Ich höre da was. Wo habe ich mich gerade von der scheiß Fledermaus hier erschrocken?
Da ist noch Kohle. Nein, das wollte ich gar nicht. Da sind doch normalerweise immer meine Fackeln. Ich habe aber keine. Müssen jetzt ein bisschen Kohle investieren, um mehr Kohle zu bekommen. Ich höre hier die ganze Zeit Skelette, das gefällt mir gar nicht. Die sind doch hier irgendwo. Und wollen mich haben. Hallo? Hallo? Ach scheiße, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Oh. Na, lass mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Kacke, ich bin wieder so unvorbereitet. Einfach losgelaufen. So gierig, wie ich bin. Na, hätte ich mir jetzt auch keine... Na, doch, Fackeln brauche ich ja trotzdem. Relativ oft. Ihr wollt ja schließlich auch was sehen, ne? Weiß ich nicht, ob ihr was sehen wollt, aber ich denke mal. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr gerne was sehen wollt. Gut. Dann ist die Spitzhacke jetzt gleich kaputt. Dann werden wir mal wieder nach Hause gehen. Nach Hause. Da ist noch Kohle. Hi. Ja, Martin wird jetzt schön, Martin und Loris werden jetzt schön in der Schule abhängen. Was Tobi macht, weiß ich nicht. Ich habe gar nicht geguckt, ob der online ist. Hätte ich ihn mal fragen können, ob er mitmachen kann. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber egal, komm. Nehme ich jetzt halt alleine auf. Ist ja Wurst. Oh, die geht aber auch nicht kaputt, das Ding. Die bleibt ganz schön. Okay, jetzt ist sie kaputt. Komm her, Kohle. So. Wo war denn jetzt der Ausgang hier? Hier war anscheinend nicht. War der jetzt hier oben? Ah ja, ich denke mal hier. Hallo, Ausgang? Ausgang? Das ist ziemlich hell. Könnte natürlich auch eine Fackel sein. Oder Lava. Aber hier war ich auf jeden Fall schon mal, das weiß ich. Das weiß ich doch. Ich kenne das hier doch. Irgendwoher. Hier war ich noch nicht. Da ist die Mine. Denke ich, ja. Fuck ey. Oh, hier sind überall Fackeln. Vielleicht. Leute, das ist, glaube ich, Martins Mine. Ob ich hier zu Martins zu Hause finde, aber ich habe keinen Waypoint zu ihm. Da war der schon. Boah, so weit. Der hier schon alles durchgeforstet. Was ist da? Okay, ganz vorsichtig. Nee, das ist mir zu. Ja, ich habe keine Spitzhacke. Muss mich hier so durchbauen. Aha, oh. Ich habe hier einen unentdeckten Minengang gefunden. Leider ohne Truhe. Doch, da ist eine. Woo. Lol. Natürlich ist mein Inventar wieder voll. Ne, warte mal, das hebe ich mal lieber auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon genug habe. Zorns können weg, Pfeile, Knochen. Dann brauche ich das, 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 das und das. Ha, kannst du mal sehen, Martin. Du erforschst hier die ganzen Mine und ich finde trotzdem noch was. Wenn du das hier siehst, ne? Fick dich. Das ist meins. Ist das hier ein Riss? Das hier ist ein Riss. Da ist ein Creeper. Hallöchen, Creeper. Hörst du auf? Hä, hey, was ist das für eine Treppe? Guck mal. Hat die jemand gebaut? Ein menschliches Wesen? Ein Martin vielleicht? Warum macht er das? Warum?
Ah, lol, geil. Ich hab's gefunden. Woo. Ich bin so gut, ey. Ja, Martin zu Hause rausgekommen. Wo führt eigentlich sein Portal hin? Ah, ne, ist gut. Das ist ja gut. So, jetzt ab nach Hause, ey. Das war ja cool. Ach, ich muss ja noch ins Boys-Bag gucken, was da drin ist. Aber erstmal muss ich Platz im Inventar schaffen. Wenn das nämlich richtig geil voll ist, dann werde ich den Platz dafür haben. So, erstmal schlafen gehen. Ah, noch eine Zigarette anmachen? Nee, komm, reicht. Muss ja nicht sein. Okay, das haben wir, das haben wir. Ah, komm, gucken wir mal, was da drin ist. Ah, ja. Ach, da ist eine Spitzhacke drin. Eine Bronze. Ah, cool, eine cool. Cool, eine Steel Plate ist da drin. Dann schmeißen wir mal das kurz weg, das hier. Das und das nehmen wir raus. Dann haben wir das hier. Die Hände, diese, wer sind die? Force Mitts sind nicht schlecht. Kann man immer mal gebrauchen. Ah, hier habe ich ja ein Leather Cap gefunden. Wir nehmen erstmal alles, was wir kriegen können und behalten das. So. Ja gut, das kann ich jetzt sowieso nicht verarbeiten, weil kein Strom, ne? Wisst ihr ja. Was natürlich sehr unpraktisch ist. Aber ich werde mal Charcoal machen und nicht meine gute Kohle dafür verschwenden. Dazu bräuchten wir allerdings diese verkackten Drecksdinger, Junge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die immer wieder neu wachsen. Jetzt brauchen wir erstmal Baumholz, Oakwood oder dergleichen. Da hier der Wald komplett aus Oakwood besteht, werden wir natürlich Oakwood nehmen. Und dafür ist es geil. Zack. Können wir erstmal die ganzen Blätter nämlich abbauen, die uns hier stören. Wie zum Beispiel diese hier. Nein, drei. So, siehst du, da haben wir nämlich die Scheiße weg. Haha. Sogar ein Apfel rausgefallen. Weil die Blätter sind hier schon ein bisschen sehr viel vorhanden. Das gefällt mir nicht so ganz. Und deswegen werden wir sie vernichten. So, habe ich jetzt hier noch um mein Haus rum irgendwelche Blätter? Nö. Nur noch die hier. Und man sieht diese scheiß Stämme ja auch nicht, weil die ganzen Blätter überall sind. Und so kann man die Stämme dann abbauen. Man hat sogar noch Holz. Warum ruckelt das denn jetzt schon wieder so? Was soll das? Ich habe meinen Rechner heute Nacht gar nicht angehabt. Der läuft noch gar nicht so lange diesmal. Nicht so wie sonst immer. Wo er schon 8, 9 Tage durchgelaufen ist. Jetzt läuft er nur ein Tag oder so. Ah, jetzt gehen die Frames wieder hoch, komischerweise. Ach, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. So, was wollte ich jetzt machen? Charcoal. Dazu werden wir das hier da reinpacken. Die Rubber-Setzlinge will ich jetzt nicht unbedingt dafür nehmen, nämlich die hier. Jetzt mache ich mir eine Zigarette an, scheiß drauf, komm. Den Kokofen kann ich mir am besten in den Keller gleich reinbauen, ne? Am besten gleich hier so. Wie groß muss der denn sein? 3 mal 3 mal 3. Okay, 1, 2, 3. Huch, da muss ich aufpassen. Damit kann man Dirt so schnell abbauen. 1, 2, 3. Hier kommt der Coke-Ofen hin. Haha. Irgendwie ist mein Sound komisch. Der ist so leise. Ich kann ja mal den Minecraft-Sound selber ein bisschen höher stellen. So.
Ja, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Better. Was ich gesehen habe, Xovo ist ja auf unserem privaten Server und zockt da mit. Diese Block of Ember, die sehen auch cool aus. Dann kann man bestimmt auch was Cooles machen. Muss man ja mal sagen, der hat designtechnisch richtig was drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, als wir mal eine Session aufgenommen haben auf unserem Privatserver. Ich glaube, die letzte Session war das. Da kann man sein Haus gut betrachten und das ist schon nice. Na komm, nehmen wir die 8-mal jetzt hier und machen mal ein bisschen Energie. Energie. Wie viel habe ich eigentlich schon? 11. Dann brauche ich noch Sand. Habe ich Sand? Oder muss ich Sand farmen gehen? Jo, einen Sand habe ich. Dann werden wir uns mal eine Schaufel machen. Da reicht aber, glaube ich, eine Steinschaufel. Ich muss hier noch mein. Oh, ich muss an dort aufstoßen. Ich muss hier noch mein Dach fertig machen. Aber ich glaube, ich muss das ganze Haus noch eine Etage höher bauen, weil das ist ein bisschen sehr niedrig hier. Gefällt mir nicht so. Cobblestone. Ach, ich hab. Na egal. Ich hätte einfach die mitnehmen können, aber die bauen immer so schnell ab. So, wo kann ich jetzt Sand wegnehmen, wo es nicht ganz so eklig aussieht? Da hinten. Sieht aus wie Sand, ne? Auf der Minimap. Können da auch diese scheiß weißen Steine sein. Ah, jetzt sind die scheiß weißen Steine.